Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zurück bei Recore. Wie in der letzten Folge angekündigt, schnappen wir uns jetzt noch einen prismatischen Kern, nämlich den Kern, der da hinten auf uns wartet. Den schnappen wir uns jetzt noch. Ah, ich glaube, das ist denn der... Ah, ich glaube, ich weiß, welcher Kern das ist, da hinten. Ich glaube, das ist einer, der ist einfach nur... Ach, hier ist einfach nur so ein Bosskern hier. Ach so. Naja, komm hier, ein Bosskern ist doch easy peasy geholt. Voll angreifen. Und her mit dem Kern. Sehr schön. Danke, das ist Level 18. Wir haben 30 prismatische Kerne. Und das heißt, wir haben jetzt gleich schon eines unserer Ziele erfüllt und können das mal zurück zum Crawler, um das Zeug alles abzugeben, um unsere Bots weiterzuentwickeln und so weiter und so weiter. Also können wir jetzt richtig viel machen. Und dann können wir gegen Viktor kämpfen. Das wollte ich ja schon sehr lange machen. So. Genau, erstmal alles transferieren. So, guck mal hier. Da haben wir wieder ordentlich gefarmt. Yep, das heißt wieder mehr Power. So, dann checken wir mal ab, was mehr Power jetzt tatsächlich bedeutet. So, Bauplanforschung zum Beispiel. So, erstmal alles hier erforschen. Oh ja. Es hat geklappt. Ah, tatsächlich können wir hier bei dir noch nicht so viel erforschen. Bei dir auch nicht. Bei Mac können wir noch ein bisschen was erforschen. Cool. Ja. Alles erledigt. Aha. Okay, ein bisschen was haben wir jetzt gemacht. So, können wir die Hüllen nochmal stärken. Ne, beim Kopf haben wir nichts Besseres. Auch nichts Besseres. So eine bessere Wildfangverstärkung habe ich noch eingebaut hier. So, beim Flieger habe ich leider auch nichts Neues. Bei Seth, glaube ich, war auch eigentlich alles auf dem besten Stand. Nur hier können wir noch, genau, hier nochmal den weißen Eisenzahn anlegen. Habe ich das jetzt eigentlich richtig gemacht? Ja, ist angelegt. Dann die Kernfusion. Da können wir aber eigentlich jetzt richtig gewinnen. So. Wartet mal. Würde ich aber das... Naja... Das ist lieber auf Duncan schieben. Genau, weil Duncan... Genau, bei Duncan würde ich nämlich lieber den Angriff pushen, währenddessen ich bei unserem Flug Mac jetzt eigentlich lieber gerne die Energie pushen würde. So. Beim Flug merken lieber die Energie pushen. Hier ist einfach Energie gerade wesentlich wichtiger. Außerdem habe ich die auch relativ schnell gemaxt. Boah, sehr schön gemaxt. Ja, und Abwehr können wir mit dir auch nochmal ein bisschen hochhauen. Ich bin schon echt gespannt, wie gleich der Kampf gegen Viktor wird. Ich meine, wir sind jetzt stärker geworden.
ja, unsere Bots sind stärker geworden. Deswegen würde ich sagen, probieren wir es aus. Gehen wir ihn an, den alten Scharlatan Halunken. Auf geht's, Violet. Yep, Violet, schick uns zu ihm. Schnellreise, wir... So, wollen tatsächlich zum Edenturm. Genau, ab geht's dafür. So, drück mir die Daumen. Gucken, wie wir uns jetzt verbessert haben. Haben viele Level dazu gewonnen. Haben einiges an HP-Verstärkungen dazu gewonnen. So, Victor. Zum Angriff. Voll angreifen, Mac. Boah. Nein! Ah, fuck it. Okay. Halten wir fest. Ich ging schon besser. Aber ich muss halt seine Attacken lernen, wenn er in den verschiedenen Kernphasen ist. So, deswegen gehe ich das mal mit Duncan rein. Ich teste jetzt einfach mal mit Duncan aus. Am Anfang hat er eine weiße Phase, danach hat er eine gelbe und dann eine rote Phase. Ja, die Phasen zu koordinieren ist halt echt mit das Schwerste. Ah ne, jetzt schaltet er mit der gelben Phase. Mac.
ein Schock. Strahl an. Zum Angriff. Mac, da drüben. Zum Angriff. Der da. Zum Angriff, Mac. Abknallen. Ah, ich bin hier so kernfarbenblind. Da drüben. Angriff, Mac. Ganz schön harter Fight hier. Laserstrahl. Da drüben, der da. Zum Angriff. Planeten sind niemals in Menschen gehören. Vielleicht. Doch zumindest wird es nicht dir gehören. Die Stürme werden schlimmer. Wir müssen hoch auf den Turm und das Terraforming-System aktivieren. Alles klar. Ansonsten werden die Stürme Neu-Eden auseinanderreißen. Okay, das war der erste Kampf gegen Victor. Oder der Kampf gegen Victor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier hinten jetzt ein Dungeon-Eingang. So, wir brauchen... Ha! Nee, wir brauchen 20 Kerne, wir haben 30. Und wir können keine Schätze. Und ja, okay, alles gut. Ah, wir brauchen 20 Kerne. Gut, dass wir noch 5 geholt haben. Also, wir haben ein paar mehr geholt. Weil ich mir nämlich sowas schon dachte, dass wir noch ein paar mehr Kerne brauchen werden. Okay. Ebene 1. Ah, das klingt nämlich verdammt nach... Ja, noch lange nicht vorbei klingt das. Okay. Victor. Was hat er mit dem E-Turm gemacht? So hat das doch ursprünglich nicht ausgesehen. Nein, die stürzen in die Tiefe. Mann, der Kampf gegen Victor Hart, ey, jetzt gleich noch so eine Jump-and-Run-Passage. Entschuldigung. So, ich drücke die ganze Zeit komische Tasten. Na los! Komm, Mac! Also okay, irgendwie muss ich jetzt darüber kommen. Ah, ich hab eine Idee. Ich bin ja auch doof. Guck mal, der einfachere Weg wäre doch, das Ganze so zu machen. Ja, super. Und dann nicht so runtergekegelt zu werden. Okay, jetzt wird das Jump'n'Run hier so richtig, umständlich, möchte ich meinen. Ah, jetzt gibt es ja noch eine Plattform. Okay, ich muss auch diese Plattform beachten. Auf der scheine ich dann sogar ein bisschen Ruhe zu haben. Okay, ich habe sogar jetzt ein Achievement dafür bekommen, dass ich jetzt hier so oft runtergefallen bin. Was sagt mir das über meinen Skill? So. Wieso gibt es da vorne auch noch Laser? Oh Gott. Cool, ist das jetzt hier so ein... Ah, das ist ein Zwischenspeicherpunkt. Oh, wie geil. Bei Dark Souls gibt es jetzt sowas nicht. Da müsste man das einfach immer wieder machen. Ah ja, das ist jetzt ja gemein hier.
Okay, wir müssen... Ah, okay, ich sehe schon, wie das funktioniert. Ah ja. Okay, es war einfacher, als ich dachte. Okay. Lektion gelernt. Manchmal können Spiele doch einfach sein. Oh Gott, das muss ich ja genau in der Mitte und dann noch das andere Ding da treffen. Ah ja, ich sehe schon. Wenn das Ding nach rechts rollt, hat man eine gute Chance und ein freies Fenster. Na dann. Boah, fuck it, Alter. Das war jetzt echt nicht cool. So, E-Turm. Und... Boah, Glück geschafft. Okay. Ah, okay, das ist so ein Kreisel, der sich da so dreht. Puh. Boah. Und geschafft. So. Ah, vielen Dank. So. Ja! Ja! Oh nein, gestorben. Oh Mann. Ich bin ja für so Geschicklichkeitssachen echt nicht gemacht. Krieg sie aber dann immer erstaunlich gut hin. Sagte er und sprang in die Tiefe. Also ich bin ja für so Geschicklichkeitssachen extrem gut gemacht, deswegen sterbe ich dabei auch immer eigentlich. Bam, bam, wie soll man das jetzt bitte machen? Wie soll man das bitte machen? Ach, da vorne ist auch noch so eine... Ach du Scheiße. Ach, jo. Sorry. Wisst ihr, was da vorne noch für eine Ebene ist? Da vorne ist noch so, wo man vorher drauf schießen muss, bevor man da durch kann. Also, hier haben sich jetzt die Entwickler ja wahrscheinlich dann echt nur noch gedacht. So, wir spielen das Spiel mal mit hier. Hä, wie soll das jetzt bitte funktionieren? Meine Kernbeize, Mutiger. Was auch immer deine Kernbeize sind, Alter. Interessiert mich nicht. Aua. Ich fühle mich so gerädert. Ja. Okay. Und jetzt. Und. Ah, ja, okay, so kann man es machen. Okay. Ja, ich hab's. Leute. Aua, Vorsicht. Ey, nicht die Flasche umschmeißen. Jetzt immer nicht so aggressiv werden. Ich hab das hier schon im Griff. Teuer, sage Staatsruhe. Und zwar. Ach, Scheiße. Wie soll man es da drüber schaffen, bitte? Nochmal. Geht das denn theoretisch so ein... Naja, es würde schon funktionieren. Ja, wir müssen diesen Sprung vorbei so machen, denke ich mir. Genau so halt. Okay, das war irgendwie Luck. Das war jetzt richtig hart gelackt. Aber wer dachte, es kann nicht mehr schlimmer kommen? Komm hier, Boss-Gegner-Ebene. Sehr schön.
Okay, hier sind noch Gegner unterwegs. Oh ja. Zum Angriff. Und noch einer sagen, ich hätte es hier nicht drauf. Voll angreifen, Max. Feuer, Max. Na, ist das cool? Das ist cool. Oh, ist noch lange nicht fertig hier. Wow. Zum Angriff, Mac. Wer da, Mac? Feuer! Plattstampfen! Voll angreifen! Niederstampfen! Ja, ja, keine Angst hier, ich mach sie alle fertig! So. Laserstrahl, Mac. Level 19 hier. Keine Chance gegen Mac. Voll angreifen, Mac. Zum Angriff, Mac. Zum Angriff. Der da, Mac. Ja. Seth ist jetzt Level 20. Das ist ganz gut. Wobei ich Seth gar nicht dabei habe. Ich könnte auch mal wieder Seth rausholen. Das stimmt. So. Ah ja, jetzt geht's hier noch weiter. So. Okay, lieben Leute, ich würde sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen. Ich weiß, ihr seid voll scharf drauf, dass wir jetzt hier den Edenturm clearen. Aber sind wir mal ehrlich, die Zeit ist einfach um. Wir müssen auf die nächste Ebene nach oben kommen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, ihr lieben Leute. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. BB, euer Hyuga.